Spielzeug ist etwas ganz Besonderes. Unsere ersten Erinnerungen gehen meist an ein Kuscheltier. Nicht selten werden Spielsachen über Generationen weitergegeben. Doch oft landen sie irgendwo auf einem Dachboden. Oder sie schaffen es hierher, in die Spielzeugausstellung in Mönchengladbach. In Gießenkirchen kann man seit 10 Jahren die eindrucksvolle Sammlung von Silvia Schnell besichtigen, in ihrem Privathaus. Gewohnt wird unten, die obere Etage ist komplett Puppenhäusern und Co. vorbehalten. Silvia Schnelle sammelt seit 35 Jahren Spielzeug. Mit detektivischem Spürsinn hat sie eine besondere Sammlung zusammengetragen. Darunter viele Puppen berühmter Hersteller, Käthe Kruse, Steiff oder Heidi Ott. Ihr ältestes Stück aber ist eine Schildkrötpuppe aus dem Jahr 1880. Ja, mein Mann macht das mit, Gott sei Dank, denn sonst würde sowas gar nicht funktionieren. Und meine Tochter, die macht das auch dann gerne. Sie kümmert sich jetzt nicht so intensiv wie ich, aber findet es halt schön und lebt ja damit. Ist dann natürlich wieder was ganz anderes, als wenn jetzt die Freundinnen mal kommen und sagen, oh, wie schön und so. Und Bianca, für Bianca ist es halt alles normal. Doch mit dem Sammeln ist es nicht getan. Ihre Schätze müssen auch gepflegt werden. Das kostet Zeit. Viele Puppen sind noch aus Zelluloid. Ohne gute Pflege würden sie einfach zerfallen. Platz hat Silvia Schnelle kaum noch in ihrer Ausstellung. Trotzdem wächst ihre Sammlung immer weiter. Oft kauft sie etwas dazu. Nicht selten aber bringen Menschen ihre liebgewonnenen Spielzeuge zu ihr. Das sind zwei neue Püppchen, die zu uns gekommen sind. Die sind von einer Dame gebracht worden. Sie hat schon vor vielen Jahren war sie schon bei uns, hat dann sich erinnert und brachte mir dann jetzt diese Püppchen, weil sie in ein Altenheim zieht und die Püppchen nicht mitnehmen kann. Und hat so gesagt, die sind hier am besten aufgehoben. Und deshalb hat sie dann beide Puppen, sind also selber Puppen. Und sie hat jetzt hier leider eine kleine Verletzung. Sie hat ein Fingerchen weg. Das Fingerchen ist dabei und es wird jetzt zum Puppendoktor gebracht und dann hat sie wieder ihr Fingerchen und kann das wieder ganz gut selber benutzen dann. Wie viele Spielsachen genau in ihrer Ausstellung stehen, Silvia Schnelle weiß es nicht. Hin und wieder beginnt sie mit ihrem Mann zu zählen, doch es ist einfach zu viel. Und so sollte jeder Besucher ihrer Ausstellung viel Zeit mitbringen, denn es gibt keine Ecke, in der nicht irgendetwas zu entdecken wäre. Der ganze erste Stock wird zu einer schönen, kleinen, heilen Welt. Dort sind natürlich auch einige Lieblingsstücke von Silvia Schnelle. Das sind zwei schöne alte Schildkrötpuppen aus den 50er Jahren. Die beiden habe ich etwas länger schon. Die eine habe ich von meinem Mann geschenkt bekommen und die andere haben wir auf einer Auktion gekauft, auf einer Spielzeugauktion. Also das ist der Friedewald und das ist die Ilsebill von Käthe Kruse. Eine limitierte Auflage und da war ich ganz froh, dass ich die dann ergattert habe bei einer Händlerin. Zum runden Jubiläum lädt die begeisterte Spielzeugsammlerin wieder in ihre Ausstellung ein. Und hier gilt, anders als anderswo, nicht nur gucken, sondern auch anfassen. Passend zur Adventszeit erweitert sie im Erdgeschoss ihre Sammlung. Im Wintergarten gibt es zusätzlich eine Weihnachtsausstellung. Sie können oben unsere Ausstellung sehen, die Spielzeugausstellung und dann hier unten im Wintergarten unsere Weihnachtsausstellung. Jeder, der jetzt neugierig geworden ist, ist eingeladen, zum 10-jährigen Jubiläum bei Silvia Schnelle vorbeizuschauen. Am 2. Dezember zu Spielzeug, Glühwein, Kaffee und Kuchen. Die Ausstellung finden Sie hier, Schröd 27 in Gießenkirchen, von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, so wie auch an jedem anderen Sonntag.